1 wäre Sigma. Ach du Scheiße. Das stimmt, tatsächlich. Hä? Das ist voll schlecht, Mann. Das ist richtig, richtig, richtig schlecht. Mikasa hat 1,8er Sigma. Und dann explodieren meine Geschütze, genau. Dann backfeiert das einfach nach hinten raus. Und meine Türme lupft so nach oben. Captain, ich glaube, das war keine gute Idee. Ich habe das Ding eine Runde gespielt und dann an den hintersten Haufen geschmissen. Ja, wir gucken mal, was wir mit dem Teil überhaupt anfangen können. Das hat halt auch ein super kleines Kleber, aber eine hohe Feuerrate. Also 22 Sekunden Reload ist schon nicht schlecht. Und dann noch mit Adrenalinrausch. Geht schon, ne? Ich würde behaupten, wenn wir mit den allen mitfahren hier, können wir ordentlich was machen. Oh, es ist... Oh nein, super Schiffe mit dabei. Ich habe noch gar nicht geschaut, was die überhaupt an feindlichen Schiffen haben. Meint ihr, wir treffen überhaupt was? Oh, die haben auch eine Marlboro. Wartet mal. Vielleicht greifen wir die Marlboro an. Oder die Satsuma. Da ist der Berg im Weg. Happy Teddy. Happy Teddy ist zugegangen. Oh, da kommt schon Torpedos. Aber so schlecht gestreut sieht das jetzt gar nicht aus. Also vertikal, alles auf einer Linie. Ah. Ein Brand gelegt, 4000 Schaden. Ist okay, ist okay, ist okay. Aber sie ist halt ein perfektes Ziel, ne? Weil sie so still ist und so groß. Gute Feuerrate. Fährt rückwärts, der Kahn. Okay. Nochmal Brand da. Oh, schön. Schön. Satsuma, du kriegst gleich nochmal was ab. Das ist jetzt nämlich ein Dauerbrand. Oh. Ein Dauerbrenner. Hehehehe. Auf wen geht er? Auf mich? Ja. Der mit die Torps. Oh, er gibt mir direkt eine Retourkutsche. Schöne 19400er Zitadelle. Wow. Der Assi, Alter. Mit einer Granate. Oh Mann, ey. Ich kann das halt nicht mal heilen. 20.000 HP verloren. Aua. Vorne unter... Da, guck mal hier, ein Einschlag unterm Turm. Zack, Zitadelle. Na toll. Ich habe jetzt gerade mit 20k. Okay, ich werde jetzt in den... Was macht die Georgia in der Mitte? Ach du grüne Neune. Wir müssen hier rausturnen. Und die Georgia attackieren, die hier reinpusht. Das ist gar nicht gut. Wir haben das ganze Team auf unserer Seite übrigens. Ne? Also wirklich so gut wie jeder. Ist hier. Seine Geschütze hat er auf die linke Seite gelegt. Wir brennen einmal. Nutzt jetzt den ersten Heal. Wir nehmen den Nebel, den die Kita gelegt hat, um erstmal nach Norden wegzufahren und in die Flanke der Georgia zu fahren. Sie hoffentlich zu überraschen. Scheiße, ich bin aufgeklärt. Ich nehme jetzt mal AP. Weil vielleicht haben wir mit der nächsten Salve ihn gleich in der... Hey Satsuma, lass das jetzt! Nein, wieder 14.000! Mann, was soll das denn? Timbos Lies, ich danke dir. Dankeschön für dein Follow. Ich sag's euch, diese Superschiffe, die versauen einfach das ganze Game. Die haben im Random nichts verloren, meiner Meinung nach. Im Wettrüsten von mir aus, aber nicht im normalen Random. Ich will, dass die Zehner bleiben. Ich finde das nicht gut. Bin aufgeklärt. Ich sag so, man muss einmal schießen, dann kann ich auch wieder abdrehen. Okay, ich dreh ab. Ich dreh ab, ich dreh ab, ich dreh ab. Er guckt nicht zu uns. Jetzt sogar ein. Boah, Schrotflinte feuert. Ah, 4700. Ein Viertel vom DD.
Der Reload ist geil, Leute. Gut, dass wir Adrenalinrausch drauf hatten. Der ist doch raus, oder? Der DD. Oh nö, wir haben daneben geschossen. Der hat halt echt nichts mehr. Dann gehen wir nochmal auf die Satsuma. Weil die eben... Oder wir könnten mal reparieren. Weil die eben den Brand repariert hatte. Das ist nicht so toll, dass der jetzt überlebt hat in seiner Öland. Aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz okay, die Streuung. Also du wusst halt, du musst halt HE laden, Leute. AP vielleicht mal, wenn... wenn du jemanden in der Seite hast, so. Aber ansonsten schießt du die ganze Zeit HE und legst Brände. So wie jetzt... yo, 12.000, ey, Leute. Also ich finde das nicht so schlecht, du. Das läuft echt ganz gut. Er repariert gerade. Wir warten, bis sein Repair durch ist. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Scheiße. Und feuern. Und was wir hier schon sehen, die vertikale Streuung ist ziemlich gut. Die horizontale ist aber weit gestreut. Das heißt, Breitseiteschiffe ist immer besser zu treffen tatsächlich. Im Gegensatz zu einer Izumo oder sowas, die vielleicht ein bisschen enger zusammenzieht, die Granaten, aber dann in der vertikalen eher streut. So. Also ich kann euch jetzt hier nicht so übertrieben helfen. Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen näher rankommen. Wen haben wir denn da? Treffen wir, oder? Ja, immerhin mit einem Treffer. Ibuki ist raus. Kremlin regelt. Henri dort hinten. Feuerwerfer, jawohl. Und hallo Eternal, servus. Und Reinhard nochmal, hallo. Und hallo Fibel. Also hier zum Beispiel könnten wir jetzt mal AP laden, weil der mit seinen Henri volle Kanne reinpusht. Vier Treffer. Oh, das waren 5000 oder so. Er weicht jetzt den Torpedos erstmal aus in seiner Henri. Wenn er noch weiter rausdreht, kommen wir da nicht durch. Mit AP. Der ist raus. Was macht die Fletcher vollends? Schätze ich. Oder Pingu macht's. So, Marlborough vor uns. Da ist die Jutland direkt vor uns. Oh meine Güte. Gefährlich. Türme dreht mal schnell. Ich bin zu. Scheiße. Wir haben noch HE geladen. Pushen wir jetzt auf die Jutland drauf, die hier vor uns ist, dass sie nicht entkommt. 2000 auf die Marlborough. Oh, Schinde, Schinde, Schinde. Schande. Hallo Elena, servus. Ein Treffer nur. Ich hab echt Schiss jetzt vor der Jutland, Mann. Jetzt haben wir halt committed, ne? Das ist ein Problem. Ein sehr großes Problem, weil sie auch noch eine Petro haben hier. Ich krieg den Turn hier nicht hin, oder? Meint ihr, wir kriegen den Turn hin? Wieder raus? Oh, das wird ganz eng, Leute. Möglicherweise habe ich jetzt die Runde versaut für mich. Oh, no. Zum Glück hat die Jutland nur ein Torpedo in die Richtung geschmissen. Oh, ich krieg den Turn nicht hin. Die Sau hat abgedreht. Wir sind sowas von dead, Leute. Da sind die nächsten Torpedos und mein Repair läuft gerade noch 5 Sekunden. Oh, wir kriegen...
kriegen den Turn doch noch hin. Yes. Nein. Die letzte HE-Granate von der Secondary, die noch angeflogen kam gerade, hat uns erwischt. Oder war das jetzt noch von der Patrone HE-Salve? Das ist ja fies, Leute. Oh, das ist ja richtig fies. Oh, Doppelbrand auf Diamato. Ich möchte nicht sterben. Nicht hängen bleiben, please. Nicht hängen bleiben, please. Nicht hängen bleiben, please. Oh yes, wir leben. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Oh, wir leben. Dass wir damit davon gekommen sind, ist eigentlich schon ziemlich dreist, ne? The MCA, hallöchen, servus. Ach, die paar Torpedos. Easy. Easy. Noch 14 Sekunden, dann können wir uns wieder heilen. Jo, mehr tanken können wir aber nicht. Hey, ganz ehrlich. Also, ich fand die Runde jetzt ziemlich unterhaltsam mit der Marlborough. Ich weiß, der Sigma-Wert ist zum Kotzen, aber anscheinend ist ja die Grundstreuung gar nicht so verkehrt bei diesem Schiff. Was im Endeffekt dafür sorgt, dass man halt doch irgendwo ein Stück weit trifft, ne? Gar nicht so mies. Er fährt halt straight geradeaus. Volle Kanne. Mal gucken, ob wir den treffen. Das ist alles von uns hier. So, die ist raus. Easy calculated, all planned, würde ich auch sagen. Vollkommen richtig. Oh, der ist hier drüben, ne? Und da kommen Torpedos auf jeden Fall. Ah, Spiel ist durch. War auch nicht die schlechteste. War meine erste Runde mit ihr. Dreadnought haben wir bekommen. Wer hätte es gedacht? 1614 Base. Wie viele Brände haben wir gelegt? Gehabt? 8 Stück. 35.000 Damage durch Brände. Mit HE 102.000 Schaden gemacht. Schon krass, ne? Es haut, also HE haut ordentlich rein. Mit AP haben wir nix. Nix gemacht. Okay.